Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Command & Conquer Remastered Edition GDI-Kampagne Tiberium-Konflikt. Genau, liebe Leute, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ja, wir sind in der letzten Mission tatsächlich, Leute. Tempelangriff Sarajevo und wir haben drei mögliche Wege. Ich glaube aber, dass der Weg von Westen der angenehmste ist. Gut, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Gehen wir einfach rein, genießt die letzte Cutscene. Wir haben den Commander. Kanes Tempel und Operationsbasis. Diese Übertragung wurde uns vor 5 Minuten live von einem Agenten vor Ort überspielt. Also gibt es keinen Zweifel, dass Kane da drin ist. Er hat seine Spezialinfanteriebots dabei. Sie werden nicht leicht an ihn rankommen. Ironisch, nicht wahr? Kane hat seinen Tempel direkt vor den Toren von Sarajevo aufgepflanzt. Genau da, wo einst ein anderer Verrückter schon den Ersten Weltkrieg angezettelt hat. Und wir sind hier und versuchen, den nächsten Verrückten aufzuhalten. Commander, es gibt diesmal kein Pardon. Keine Nachsicht mit Kane und seinen Fanatikern. Machen Sie seinen Tempel dem Erdboden gleich. Vernichten Sie den Bastard. Selbst wenn Sie sterben bei dem Versuch. Oha! Leute, der Shepard, der ist ja ganz schön fertig, muss ich sagen. Der hat keinen Bock mehr hier drauf. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ist ja auch lang genug, ne? So, Flammenpanzer. tatsächlich, Leute. Die letzte Mission, oh mein Gott. Und tatsächlich, Kane ist hier auf dieser Map. Und, ja, oh Gott. Raketentyp, bitte nicht. Einfach platt fahren. So, liebe Leute, dann geht's mal los. Wir haben jetzt das volle Arsenal hier. Ja, ich weiß, welche Map das ist. Ich weiß, welche Map das ist, ja. So, dann baue ich mich mal hier auf. Und ja, hier ist ein bisschen wenig Platz tatsächlich. Aber nicht schlimm. So, dann machen wir einfach mal weiter. Ja, der Shepard, der ist echt fertig gewesen. Von dieser ganzen Sucherei nach Kane kann ich nachvollziehen. Oha, oh shit, oh Mann. Ja gut, egal. Das kann ich nachvollziehen. Also ich hätte auch keinen Bock mehr. Und ja, kann man halt echt nachvollziehen. So, Großkraftwerk, los. Einfach weiterbauen. So, das Ding ist jetzt halt hier bei dieser Mission, ne? Ich kenne die Karte nicht mehr so genau. So, zack. Und Waffenfabrik, los. Ich brauche direkt Panzer, glaube ich, hier. Oh nein! Ah, überall diese Raketenfreaks. Na ja, gut, okay. Liebe Leute, dann haben wir hier noch ein bisschen Geld. Und letzte Schlacht. Letzte Schlacht, Leute. Oh mein Gott, das wird jetzt echt hart, denke ich mal. Okay, dann machen wir mal weiter. Dann gehen wir mal los hier. So. Du, 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 du. Diese Mucke, ey. So, Radarzentrale. Dann noch ein Sammler vielleicht, aber nee, eine zweite Anlaufstelle wäre besser. Gut, weil ich glaube, ich muss jetzt auch hier zeitnah gleich Verteidigungstürme bauen, weil der kommt dann nämlich ganz früh, denke ich mal, schon angeschissen. Deshalb hier, los. Bau einen Befestigungsturm. Ah, wartet mal. Nee, erstmal nicht, Leute. Erstmal nicht. Ich brauche erstmal eine Werkstatt. Weil ich will mich ja hier noch ein bisschen ausbreiten, ne? Das kann ja nicht der ganze Platz sein hier. Und, ja.
Wie gesagt, freue ich mich, dass ihr auch wieder hier dabei seid. Auch bei der letzten GDI-Mission. Und ja, da kommt er nämlich schon. Seht ihr das? Da ist er nämlich schon. Mit Flammenwerfern. Da ist er nämlich schon, der Penner. Ach, ich habe das Falsche gebaut. Ja, scheiße. Fahr die doch platt, Mann. Ja, das war's. Das war's, das kann ich eigentlich schon vergessen. Fuck. Scheiße, Mann, Leute. Ach, ich wusste, dass sowas Mieses kommt. Ich wusste es einfach. Ich wusste es. Ja, gut. Der Bauhof. Hm? Okay. Kann ich mich nicht irgendwo anders aufbauen? Da kommt dieser scheiß Flammenpanzer. Okay. Gut, baba bam, so. Und da ist er weg. So, da ist dieser Raketenfreak. Ey, hallo? Och, nee. Dann fahr den halt mit dem Bauhof platt. Ach, Leute. Sind die jetzt so blöd, um Raketentypen platt zu fahren? Nee, sind sie nicht, okay. Gut, dann werde ich das so machen. Ich werde den Bauhof hier hinbauen. Um ein bisschen mehr Platz zu haben, tatsächlich. So, weiter geht's hier. Gut, Raffinerie. Zack. So, Leute. Mensch, Mensch, Mensch. Da kam der da eben mit zwei Flammenwerfern und einem Jeep an. Beziehungsweise unten im Buggy an und dann war es das schon. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich kacke gelaufen gerade eben. Tut mir leid. Ja, was soll ich da machen? Na, so, wie mache ich das jetzt hier? Mache ich am besten so, genau. Okay. Liebe Leute. Letzte Mission halt, ne? Was will man da erwarten? Ist halt schwer. Soll... Ah, wartet mal. Soll ich mich vielleicht hier aufbauen? Bevor ich hier noch mehr Zeit mit diesem Mini-Platz verschwende? Nein, okay. Ich soll mich anscheinend hier aufbauen, okay. Gut, Leute, das kriegen wir hin. Aufbauen kriegen wir hin. Wenn der Gegner mich nur mal ein paar Minuten in Ruhe lassen würde. Das ist ja der Kack. So, Waffenfabrik, dann bau bitte eine zweite Raffinerie. Direkt, Leute. Ich brauche nämlich die Kohle da. Ja, seht ihr das? Ich habe nämlich jetzt schon wieder keine Kohle mehr. Immer dasselbe Problem hier. Unabhängig von welchem Teil Command & Conquer das ist, immer dasselbe Problem. Immer kein Geld. Da kommt er mit zwei Gummipanzern. Was willst du damit? Bleib mir bloß weg, ey. So. Da kommt er ja dann gleich wieder mit seinen Dreckseinheiten da, ne? Da muss ich danach schnell die Radarzentrale bauen. Ah, ne, ich brauche erstmal ein Großkraftwerk. Oh, Mann. Tja, Leute. Schneller kriege ich die Kohle jetzt irgendwie nicht zusammen. Ja, gut. Ja, gut. Okay, dann... Oh, schnell das. Ah, da ist er schon. Da ist er schon. Da ist er schon. Ach, Mann. Bau diesen blöden Turm hier hin. Jetzt nimmt er mir schon wieder das Gebäude weg. Nein! Ach, du Penner! Mann! Hat er mir jetzt trotzdem die Raffinerie weggenommen? Bitte was? Okay. Ja. Das war gerade ein bisschen too much, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht doch nicht den Westweg nehmen sollen, ey, Mann. Na gut. Ich krieg doch nur einen Panzer hier, ne? Finaler Angriff und ich krieg einen Kampfpanzer. Das ist ja wohl nicht wahr. Finaler Angriff und ich krieg nur einen Kampfpanzer. Psst. Lächerlich. Richtig lächerlich. GDI.
Aber das ist ähnlich wie auch in Alarmstufe Rot. Da habe ich auch nur eine Tanja gekriegt am Anfang. Zumindest beim Russenende. Beim alliierten Ende. Oh Mann, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wirklich nicht. Das glaube ich doch jetzt nicht. Ja gut, egal. Bau dich mal hier auf. Nicht hier oben in der Enge. Und dann behalte ich jetzt so lange wie möglich diesen Panzer. So. Behalte ich so lange wie möglich den Panzer, aber fahre damit erkunden. Da fahren schon die beiden Gummipanzer rum, ey. So, dann zack. Und nochmal. Am besten direkt. So. Ja. Dann werde ich die da drüber bauen. Ganz schnell und direkt ein Großkraftwerk. So, weil da werde ich nämlich die Mini-Energie hier verticken. Ganz genau. Großkraftwerk, so. Genau. Und dann, Manneken. Da muss ich wahrscheinlich erstmal Geschütztürme bauen, ey. Das ist doch ein Witz, Leute. Nee, wartet mal. Bauen wir eine Radarzentrale. Weil ich möchte nämlich sehr gerne diese Raketentürme bauen. So, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch wirklich nicht euer Ernst sein. So. Ja, jetzt ist die Basis zwar ein bisschen gestreckt. Da steht auch dieser Raketen-Heini. Aber den könnt ihr platt machen, ne? So, Leute. Ach, der Soundtrack. Der Orca-Soundtrack. Geil. So, dann macht ihr mal bitte hier den weg. So, dann stelle ich jetzt hier unten so einen blöden Turm hin. Lass bitte die Gummipanzer in Ruhe. So, Waffenfabrik, Leute. Dann habe ich jetzt nämlich hier unten eine Verteidigung stehen. Und, ja, da muss ich mir jetzt gleich hier... mich jetzt gleich hier weiter durchschießen. Kommt er da schon? Ne, das sind nur die Gummipanzer. Da ist er. Da ist er. So. Ha, direkt weg mit dem Scheiß. So. Gut. Dann versucht das ja auch hier, ne? Angeschissen zu kommen. So, genau. Und dann habe ich jetzt die Panzerfabrik. Dann kann ich eine Werkstatt bauen. Ne, erstmal ein Großkraftwerk nochmal, Leute. Sammler, sammeln wir bitte hier vorne. Sammeln wir bitte hier. Ach man, der ist schon voll, der ist schon voll. Ich würde das Ding ganz gerne hier vorne hinbauen. Da kommt er mit den Drecksmänniken. Da kommt er mit denen. So. Okay, Leute. So, zack. Und Werkstatt. So, Manneken. Wo bleibt ihr? Oh Mann, ey. So. Bau am besten die Werkstatt. Da kommt er wieder mit diesen Gummipanzern an. Der will mir nur Angst machen, ey. Dieser Sack. Na gut, okay, na gut. Alles klar, dann kann ich jetzt die Orcas bauen. Vier Stück. Zack. So. Ganz genau, Leute. Da ist schon der zweite Orca fertig. Sehr schön. Hallo, was macht ihr denn da? Geht ihr gefälligst hier unten sammeln? Dann muss ich auch schon hier links sammeln. Ja, okay. Gut. Sammler, ey. So. So, der ist nämlich voll. Hallo? Fährst du nach Hause? So, jetzt. Das sind nämlich genau nochmal zwei Ladungen. Da kommt er. Da kommt der Sack. So. Und dann hier. Ihr geht bitte auf das... Überfahren hat er den. Sehr schön, Leute. Überfahren hat er den. Hilfst du mal? So. Überfahren hat er den, aha. Sammler, was hast du da gerade gemacht? Hast du da gerade meine wertvolle Zeit verschwendet? So, dann baue ich nämlich hier oben jetzt meine Orcas hin. Ja, der macht mir wieder Angst hier, aber das ist okay.
Oh Mann, ey, Leute. Ich sag es euch, was machst du denn da? Fahr doch hier unten hin. Och nö. Och nö, Leute. Das muss jetzt aber nicht sein. Das muss jetzt aber wirklich nicht sein. Und den auch überfahren, bitte. Oh, Gott sei Dank. Boah. Zum Glück habe ich die Hubschrauber schon fertig gebaut. So, Leute. Lässt du meinen Sammler in Ruhe, ey. Ey, das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Hallo? No mercy hier, ey. So. Fahr die doch platt, Mann. Ja, mach deine eigene Einheiten platt. Ist in Ordnung. Ja. Okay, dann. So, weg damit. Oh Mann, ey. Der Sammler. Na gut, aber wir können uns noch können wir uns verteidigen. Noch können wir uns tatsächlich verteidigen. Ich muss dann hier unten ganz dringend einen Raketenturm aufbauen. Oh Mann, was eine Mission, Leute. Ist halt die letzte, ne? Was will man da erwarten? Und zack. So. Da sind die vier. So, ich habe meine Orcas. Das ist schon mal gut. Bleib noch bitte noch lange drin, Sammler. Damit ich den Turmi fertig kriege. Ja, das könnte ausreichen. Das reicht. Sehr schön. Dann geht's weiter mit Raketentürmen. So, Leute. Dann ist unsere Basis jetzt mal ein bisschen unkonventionell aufgebaut. No mercy. Oha! Was? Flammenwerfer? Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Leute. Zum Glück habe ich meine Orca-Verteidigung hier. Ach, was will der denn? Nein! Ach du Scheiße, Leute. Das ist heftig. Das ist echt heftig. So. Mein Gott. Kann der sich mal bitte reparieren? So, dann haben wir uns ja schon relativ gut aufgebaut hier, ne? Die Kohle ist aber auch gleich weg. Ja, kommt. Das ist aber in Ordnung. Das kriegt da hin. Das sind jetzt diese beiden Gummipanzer da, ne? Ah, wieder die geile Mucke da. So, die kriegt da hin, oder? Und auch die Hubschrauber zur Verteidigung einsetzen. Ja, ganz genau, Leute. So. Dann brauche ich einmal einen Buggy. Beziehungsweise ein Jeep. Die heißen ja hier Jeeps. Und danach den Ionenwerfer. Ganz genau, weil ich glaube, hier rechts, da war noch jede Menge Kohle. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja, schaut euch das an. Hier ist ein fettes Tiberiumfeld. Schaut euch das an. Da ist ein fettes Tiberiumfeld. So, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, werde ich meine Sammler gleich dahin schicken. Ach, wunderbar, Leute, wunderbar. Alles klar. Dann kann ich den ja eigentlich noch hier reparieren, ne? Da kommt er schon wieder. Ja gut, aber das sind ja die beiden Gummipanzer, ne? Ja, aber langsam wird's unangenehm. Langsam wird's hier unangenehm. So. Nein! Ach! Ein Sammler verkackt. Nein, Leute. Ach, du bist doch ein Penner, bist du. Ey, jetzt hat er hier auch noch... Ja, toll. Boah. Ich kann es mir hier nicht leisten, Leute. Wirklich nicht. Das ist jetzt aber mal mega dreist. Raffinerie, komm. Ich brauche noch eine neue Raffinerie hier. Fuck, Mann. Ach, Leute. Das ist doch
Das ist doch, das macht doch keinen Spaß. Aber wartet mal, dann kann ich die ja daneben stellen. Genau, daneben und den Kackturm wieder aufbauen. Ey. Mann, Mann, Mann. So. So. Dann helft ihr mal bitte da. Und bam. So, weg damit, Mann. Der soll mal aufhören hier zu nähen. Aha, schaut mal da. Der geht da sammeln. Jetzt, wo ich das Feld entdeckt habe, ne, geht er da sammeln. Das ist ein Arsch, echt. Das ist so ein Penner. So, mach den kalt los. So, zumindest auf den gelben Bereich geschossen hier. So, Mensch. Wo war ich? Kommunikationszentrale, genau. So, Leute. Gut, ein neuer Versuch hier. Was fährt der Sammler auch da hinten hin? Na gut, okay. Ich glaube, hier gab es nämlich auch so ein kleines Geheimnis, oder? Wo man hier Invasoren bauen... Ach du Scheiße. Wo man hier Invasoren bauen kann. Und dem dann seine Kohle wegnehmen kann. Oder? War doch so. So, da ist nämlich noch eine Flak, okay. Mein Jeep können wir mal reparieren. So, liebe Leute, dann. Ja, okay. So, macht ihr den mal platt da, los. So. Und tschüss. Sehr schön, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, fahre ich nochmal nach da unten. Da sind noch diese beiden... Okay. Da sind noch diese beiden Pennerpanzer. Was zur... Ja, gut, okay. Selbstverständlich hier. So, liebe Leute, dann brauche ich da aber echt die Kohle. Die bringen gleichzeitig rein, ey, wie geil. Oh. So, fahrt ihr bitte nach da unten. Geht ihr bitte nach da unten, so. Oh, keine Energie mehr, das Ding zieht ordentlich rein, ja. Muss ich schon sagen, so. Ach, der geht mir auf den Piss da mit seinem Sammler. Mensch, Leute. So. Dann macht ihr diesen Turm da im Arsch. Mensch. So, okay, alles klar, Leute. Dann nächste Energie. Und die beiden Silos. Ja, komm. Einmal kurz überall drauf drücken. Ja. So. So, was ist jetzt wieder hier? Die beiden Gummipanzer. Okay. Gut. Dann, bam. Hallo? Der bewegt sich auch noch die ganze Zeit. Ja, gut. Kriegt er schon hin. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Okay. Die laden sich auch so schnell auf, ne? Hey. Ey, 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 ey. Nix da. Penner. So. So. Und macht den da kalt. Los, so. Sehr schön. Und der Sammler. Der Sammler. So, Leute. So. Bam. Schön stehen bleiben. Sehr gut. Selbstverständlich. Selbstverständlich hier. So, dann. Mach den kalt. Mann. Kacksammler, ey. Der kommt da schon wieder mit Gummipanzern. An, okay. Ja, das ist gut. Das ist gut. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr. Was zur Hölle? Was zur... Was geht denn hier ab? Seit wann das denn? Och, Leute. Was geht denn hier ab, Mann? Puh, okay. Sehr schön. Das Mannequin hat's gerichtet. So, ey. Boah,
Meine Güte. So, die schaffst du. So. Sehr gut, Leute. Ja gut, das war halt, weil ich dem seinen Sammler geklaut habe, ne? Da, so. Mein Gott. So, gut. Dann geht's weiter. Mach diesen Turm weg. Sehr schön. Das hier oben ist meine Kohle. Oh, wir haben einen Bauhof, Leute. 5000. Na ja, gut, okay, ja gut. Ah, die Folge ist schon wieder voll. Gut, egal. Mach mal 5 Mammuts. 5 Raketenwerfer. So, bam, hier. Los, die kriegt er. So, der Ionenwerfer ist auch bereit. Sehr schön, dann ist der hier weg. Und der hier ist auch weg. Sehr schön, Leute, wir kämpfen uns durch. Ja, komm. Haha, da kommt ein Mammut rausgerollt. So, Leute. Sehr gut. Oh, was hat er da unten? Haha. Mannequin. Gut, okay. Och, wie oft willst du noch angeschissen kommen, Kollege? Wie oft will der noch angeschissen kommen? So, jetzt mach doch mal den Ding da platt, Mann. So. Okay, da kommt noch einer. Helft mal. Oh Gott. Noch mehr Gummipanzer. Bam. So, sehr gut. Meine Güte. Der hätte wieder aufgebaut, bitte. Was? Warum baut der den Turm wieder auf? Ist der blöd? Der baut den Turm wieder auf. Was zur Hölle? Na gut, soll er machen. Ist mir relativ egal. Um ehrlich zu sein. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir alle Gebäude. Und dann mache ich jetzt aber eine 30-Minuten-Folge draus. Ne? Weil es ist ja die letzte Mission. So, liebe Leute. Ja, oder wartet mal. Ich überlege sogar 35-Minuten-Folgen in der letzten Mission zu machen. Das ist doch besser so. So, dann baue erstmal danach den Mammutpanzer. Baust du nochmal bitte einen Jeep für mich? Und der ballert wieder, ne? Ja, genau. Und der ballert wieder auf die Gummipanzer da. So. Ja, wobei, die kriegen das ja auch so schon hin, aber... Ne, wartet mal. Bau erstmal den Buggy hier. So. So, da kommt der Jeep. Sehr schön. Alter, geil, Leute. Das ist eine geile Taktik hier, ja, muss ich sagen. Und was zur... Ach. Shit. Da bin ich zu tief reingefahren, ey. Da hat er schon die erste Basis. Seht ihr das? Gut. Aber, Leute, ich will erkunden. Gut. Wir haben wieder einen Ionenwerfer. Den werde ich wieder hier drauf hauen. So. Und, oha. Oh Mann, Leute. So, jetzt auf den Flammenwerfer. So. Auf den Flammenwerfer. So. Sehr gut. Alles klar. Gut, Leute. Reparieren. Er hat hier ordentlich was aufgefahren. Ja, muss ich sagen. Die ballern wieder, ja, genau. Die ballern wieder. Ey, 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 ey. So ja nun nicht. Da, oh, bam. Alles klar, seht ihr das? Hier hat er nämlich auch ein Erz. Ach, ist doch immer Erz. Tiberiumfeld. Flammenwerfer. Und Raketentypi. Die Raketentypis gehen mir am meisten auf den Piss. Ja, seht ihr das, wie viel Schaden die machen, ey. So. Wieder reparieren. Genau, seht ihr das, Leute? Da hat er nämlich seine Silos. Die könnte ich mir holen. Aber ihr seht das, ne? Alles verpestet. Alles verpestet. Ja, das ist
Krass. Aber gut, liebe Leute. Der hat auch noch ordentlich Kohle, wie ihr seht. Was war das denn schon wieder? Der mit seinen Tarnpanzern auch, ne? Die mag er irgendwie, die liebt er. Ach du Scheiße. 4 Gummipanzer. Und Flammenwerfer, mal wieder. Gut, mach den kalt. Ach du Kacke. Der Orca ist fast platt. Was soll das denn? Ja gut, die kriegt das schon hin. Ja, sehr gut, Leute. Sehr schön. Weg damit. Mein Gott, ey. Der kommt hier ordentlich angeschissen. Aber ist halt die letzte, ne? Ist klar, dass der hier angeschissen kommt. Ja, gut. So. Meine Güte. Bam, hier. So. Den muss ich unbedingt reparieren. Puh. Okay, armer Orca, würde ich sagen. Der hat ordentlich aufs Maul gekriegt hier. So, dann. In Ordnung. Dann reicht das erstmal. Dann will ich nämlich noch einen Jeep bauen und nochmal weiter erkunden fahren. So, Ionenwerfer. Den knall ich ihn mal hier unten drauf. Auf die Raffinerie. Seht es, das ist halb kaputt, das Gebäude. Gut, Leute. Dann reparier den, komm. Reparier den und fahr mit dem nochmal ein bisschen erkunden hier. So. Ja, lasst ihn einfach. So, Leute. Na, den Turm, ne? Den will er nicht aufgeben. Den baut er immer wieder auf, ey. Hartnäckig. Echt hartnäckig. Ach, schaut mal hier unten. Ach, was denn jetzt schon wieder? Lastet doch einfach. Hat doch keinen Zweck. Pff. Oh Mann, ey. Oh. Okay. Einmal auf den Sammler geballert. Oh Mann, oh Mann. Ich hab keinen Bock, gebrutzelt zu werden hier. So. Ja, ist ja gut. So, Leute, dann ein bisschen weiter erkunden. Wenn ich denn hier reinkomme. Nee. Schade. Och, Leute, jetzt hört doch mal auf. Soll ich hier wirklich auf Raketenwerfer setzen? Nee, wisst ihr was? Ich setze hier nur auf Mammuts als Währung. Der ist einfach die durchschlagkräftigste Waffe hier, ey. Mammuts. Ja. Ich setze einfach auf Mammuts. Der ist fertig, sehr gut. Ach, und dann sind gleich auch schon die 35 Minuten voll. Och, Mann, oh. Das macht so Spaß, muss ich sagen. Ja, gut, aber wenn ich mir 20 Mammuts baue und dann hier reinrolle, ich glaube, das passt dann. Hier unten ist der Tempel, liebe Leute, der Tempel von Nod. Das Gebäude, da sitzt Kane drin. Ne? Und ja, wenn wir das platt machen, haben wir gewonnen. Die Nods restlos beseitigen hier. So. Also dann kann ich ihm aber, glaube ich, den Sammler wegnehmen. Ja, ist ja gut. Mann, Leute. Ihr kommt aber auch immer angeschissen, ne? Als ob ihr kein anderes Hobby habt, als euch hier abballern zu lassen. Oh Mann, ey. Ja. Sehr schön, liebe Leute. Gut, unsere Mammuts füllen sich auf. Wir haben wieder einen Ionenwerfer. Den werde ich ihm mal kurz den beide Sammler weghauen. Das war doch geil. Zwei Sammler auf einmal weggehauen, dem Kollegen. Ist das nicht geil? Ach ja. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde mich sehr freuen. Und ja. Dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne?
Tschüss.